In Äthiopien dauert die innenpolitische Krise an. Neue Verhandlungen zwischen der Regierung in Addis Abeba und den Gewerkschaften zur Beilegung des Generalstreiks blieben bisher ohne erkennbares Ergebnis. Ein Gewerkschaftsvertreter erklärte, man sei an einem toten Punkt angelangt. Kaiser Haile Selassie hat heute erneut zur Beendigung des Streiks aufgerufen. Über die Situation, in die sich der Kaiser befindet, nun Jochen Schild aus Addis Abeba. Der Kaiser berief unter dem Druck der Armee einen neuen Premierminister, ein neues Kabinett und kündigte Verfassungsänderungen an. Die Armee mit Gehaltserhöhungen besänftigt, will vorerst abwarten, wie sich das neue Kabinett bewährt. Die Studenten dagegen wollen nicht länger vertröstet werden. Zu oft schon haben der Kaiser und seine Regierungen soziale Reformen und demokratische Spielregeln versprochen, ohne dass je etwas merklich geschehen ist. Die Studenten demonstrieren auf den Straßen und fordern Veränderungen, vor allem eine Landreform. Die Parole lautet, gebt das Land den armen Bauern, und sie singen das Lied vom befreiten Volk der Äthiopier. Sie meinen damit die Befreiung vom Joch der Großgrundbesitzer, die von ihren Pächtern wie im Mittelalter willkürlich Tribute eintreiben können. Die Studenten sind machtlos, aber sie haben Verbündete. Ähnliche Forderungen wie sie erheben jetzt junge Offiziere, die sich bisher allerdings in der Armee nicht durchsetzen konnten. Auf diese Offiziere setzt die Studentenschaft. Sie verlangt den Rücktritt des neuen Premiers, denn er, so sagen die Studenten, ein Verwandter des Kaisers, ein Adeliger, wird für das Volk nur wenig übrig haben. Haile Selassie sammelt unterdessen Sympathien bei den Ärmsten der Armen, die ihn nach wie vor verehren. Schwer bewacht fuhr er am Donnerstag durch die Slums von Addis Abeba und verteilte 1-Dollar-Noten. Die Polizei drängte mit brutaler Gewalt diejenigen zurück, die dem Herrscher zu nahe kamen. Diese Szene, so sagte mir ein Oppositioneller, beweist, dass der Kaiser nicht wirkliche Reformen will. Denn besser als 1 Dollar wäre für manche Slumbewohner ein Stückchen Land. Herr Schild, Sie sind Redakteur bei der Tagesschau hier in Hamburg. Im März dieses Jahres waren Sie 14 Tage als Korrespondent für die Tagesschau in Äthiopien und haben unter anderem auch diesen Beitrag, den wir am 9.3.74 in der Tagesschau gesehen haben, angefertigt. Wenn man diesen Korrespondentenbericht so sieht, hat man folgenden Eindruck. Da steht der Korrespondent morgens vor einem Palast, er hat schon die Zeitung gelesen und informiert uns im Groben über die Lage. Dann geht er in die Stadt. Er trifft auf die Opposition, die Studenten, die demonstrieren. Er blickt sich um und sieht auch die Bündnispartner, das Militär. Am Nachmittag dann trifft er auf den Kaiser, der Dollarnoten verteilt. Ein ereignisreicher Tag, eine runde Geschichte. Wir sehen das dann alles abends im Fernsehen. Wie war das in Wirklichkeit? Ja, das Produkt, was wir im Fernsehen gesehen haben, dann am 9. März, war tatsächlich in 2 Tagen entstanden. Es war also nicht chronologisch ein Tag im Leben eines Reporters. Es war so, dass das On-Statement, also der Kommentar am Anfang, erst am nächsten Tag gemacht worden ist, nachdem die anderen Bilder eingefangen waren bereits. Und zwar habe ich den ganz zum Schluss gemacht, diesen On-Kommentar, um noch letzte Entwicklungen hineinzubringen. Es hat sich dann aber nicht mehr viel ereignet, insofern ist der On-Kommentar im Grunde genommen, wie wir ihn hier sehen, auch nicht mehr besonders informativ. Aber Ihre Kommentare richten sich ja auf die Bilder. Wie können Sie denn neue Ereignisse auf die Bilder vom Vortag texten? Das habe ich nicht getan, sondern Neuigkeiten, also neue Ereignisse werden ja von der Nachrichtenredaktion in Hamburg vor den Filmbeitrag gesetzt, den ich gemacht habe, vor dem Korrespondentenbericht. Meine Aufgabe ist es gewesen, in dieser Situation in Äthiopien, es kriselte, der Kaiser war kurz vor dem Sturz, er stürzte ja dann auch später, in dieser Situation Stimmungen einzufangen in Addis Abeba, wie sieht es dort aus, warum wird der Kaiser gestürzt? Es ist nicht meine Aufgabe als Korrespondent unbedingt aktuelle Nachrichten zu machen, das geht auch schon deshalb gar nicht, weil ein Film von Äthiopien in die Bundesrepublik ja mindestens 2 oder 3 Tage per Flugzeug unterwegs ist. In diesem Bildbeitrag ist die Nachricht und der Text sehr komprimiert. Entspricht das den Anforderungen der Tagesschau? Die Tagesschau ist nur 15 Minuten lang und Äthiopien ist nicht unbedingt nun Moskau oder Washington oder Bonn. Es ist nicht unbedingt so wichtig. Innerhalb der Weltpolitik spielt es nicht die Rolle. Ich kann also davon ausgehen, dass ein Korrespondentenbericht über Äthiopien normalerweise nicht länger sein darf und kann als ungefähr 1 Minute 40 oder 2 Minuten. Und im Rahmen dieser Möglichkeiten versuche ich natürlich, möglichst viele Informationen zu bringen. Wie können Sie nun diese Erwartungen erfüllen? Woher ziehen Sie die Informationen in Addis Abeba? Sie sind doch auch zum ersten Mal in der Stadt gewesen. Ja, ich war zum ersten Mal dort, hatte natürlich einiges vorher gelesen über diese Stadt, aber wenn man dann dort ist, sieht ja doch einiges anders aus.
Informationsbeschaffung ist natürlich besonders schwierig in einem Staat, der diktatorisch gelenkt wird, der einen Diktator hat wie den Kaiser. Es gibt keine Opposition, es gibt keine Parteien, es gibt also auch keinen Oppositionsführer, den man fragen könnte. Man hat eigentlich zunächst nur das Informationsministerium, das für den Kaiser natürlich Propaganda macht. Das kann man sich anhören. Dann hat man also die offizielle Regierungsmeinung, die Meinung des Kaisers praktisch. Liegt es daran, dass die Bevölkerung den Kaiser wie einen Gott verehrt, dass sie einseitig informiert werden in diesem Ja, er wird als Gott aufgebaut. Er ist jahrzehntelang als Gott aufgebaut worden, natürlich von seinem Propagandaapparat. Das ist klar. Der Rundfunk ist staatlich, die Zeitungen sind staatlich. Es gibt keine oppositionelle Presse. Das Informationsministerium hat zum Beispiel nie berichtet, dass etwa 100.000 Leute im Norden von Äthiopien verhungert sind. Es hat nie berichtet, dass 99% aller Äthiopier, ich weiß jetzt die Zahl nicht exakt, aber so ungefähr höchstens $200 im Jahr verdienen und dass 1% unermesslich reich ist, auch für unsere Verhältnisse. Das alles gibt natürlich das Informationsministerium nicht bekannt. Und woher wissen Sie das alles? Ja, dieses alles ist im Grunde genommen... Dies alles ist ja auch nicht mehr so ganz unbekannt gewesen, aber normalerweise war es so, der Kaiser ist gerade auch in Europa immer nur dargestellt worden, also als ein gütiger Vater. Ein Märchenkaiser. Ein Märchenkaiser, man hat nie gewusst, wie er seine Untertanen behandelt, wie schlecht er sie behandelt. Informationen darüber bekommt man natürlich von Leuten, die im Untergrund arbeiten in Äthiopien. Sonst gibt es ein paar Äthiopier, freie Mitarbeiter, die für internationale Agenturen schreiben und arbeiten, die wohnen natürlich in Äthiopien, leben dort und für die ist es sehr schwierig, irgendetwas Kritisches über das Land zu sagen. Sie würden wahrscheinlich sofort verhaftet werden. Es gibt auch Fälle, ich weiß von Journalisten, die verhaftet worden sind und die wahrscheinlich jetzt noch im Gefängnis sitzen. Es ist im Grunde genommen ganz gut, also als Außenseiter dorthin zu kommen. Man kann einfach unbeschwerter berichten. Der Kaiser rief und alle kamen. Journalisten aus nah und fern nahmen auf der Pressekonferenz im großen Palast in Addis Abeba aus dem Mund des 82-jährigen Monarchen zur Kenntnis, dass er sobald nicht an Rücktritt denke. Allerdings betonte Haile Selassie, dass die angekündigte neue Verfassung, die noch in diesem Jahr den Feudalstaat Äthiopien einen Hauch von Demokratie verleihen soll, auch die Machtposition des Kaisers verändern könnte. Der Monarch ging auf der Pressekonferenz weder auf die brennenden sozialen Probleme des Landes, wie die ungleiche Verteilung des Bodens oder etwa den Hunger ein. Allerdings wurde er auch nicht danach gefragt. Denn die 8 auserwählten Journalisten, die dem Kaiser vorher schriftlich eingereichte Fragen stellen durften, wagten nicht, solch heiße Eisen anzufassen. Aus Furcht, wie mir später einer der Journalisten sagte, da nicht zugelassen zu werden. Dabei sein war also alles. Nach der Pressekonferenz wandte sich der Kaiser wieder seinem Volk zu. Auch an diesem Tag erschien er hoch oben auf der Balustrade des Palastes vor einer Gruppe von Pilgern aus der Provinz. Die Kaisertreuen sagten ihm Artigkeiten, der Monarch dankte ihnen und rief sie zur Einheit auf. Wie für viele Moslems eine Fahrt zu den heiligen Städten nach Mekka, ist für den Äthiopier nach wie vor ein Empfang durch seine Majestät den Kaiser das höchste der Gefühle. Und wie ist das mit den Kollegen? Sie wohnen doch sicher alle zusammen in den großen Hotels. Informieren Sie sich gegenseitig. Wie war das an dem Tag, als Sie da waren, in der Woche? Ja, in diesen 14 Tagen waren natürlich viele Korrespondenten dorthin geeilt. Viele kamen aus Nairobi, weil die meisten Afrika-Korrespondenten in Kenia sitzen, in Nairobi. Und man trifft sich natürlich abends im Hotel, man sagt, was habt ihr gemacht, was haben die gemacht. Man unterhält sich natürlich, man fragt die anderen, was ihr meint, was meint ihr, wie wird es weitergehen, stürzt der Kaiser morgen, stürzt er nicht, das ist klar, man unterhält sich mit ihnen. Es ist natürlich so, dass man dann doch Eigeninitiative entwickelt, es ist also keinesfalls so, dass alle Korrespondenten zusammen also in die Stadt fahren und sagen, was ist denn heute los, sondern jeder versucht dann auf seine Weise möglichst gute Bilder, möglichst gute Nachrichten zu sammeln. Haben Sie beispielsweise den Tipp, dass der Kaiser Dollarnoten verteilt, ein journalistisches Ereignis sicher auch. Haben Sie den weitergegeben an Ihre Kollegen? Den habe ich nicht weitergegeben. Ich hatte auch keine Zeit dazu, aber ich hätte ihn auch nicht weitergegeben, weil ich das nun einmal wusste. Ich glaube, das ist dann einfach auch so, man möchte das dann auch ganz gern exklusiv und alleine haben. Obwohl ich schon daran interessiert bin, dass diese Bilder gesendet wird, aber... Wo sind sie denn überall gesendet worden? Sind die vielfach verwertet worden inzwischen? Diese Bilder sind relativ häufig gelaufen. Also die Szene, wie der Kaiser Geld im Slum verteilt, das sind eben in der Tagesschau, im Wochenspiegel. Dann sind sie nochmal gelaufen, jetzt im September, als der Kaiser endgültig gestürzt worden ist. Und ich glaube, sie sind auch in die Eurovision gegangen und so
auch in anderen europäischen Fernsehanstalten Fernsehprogrammen gesendet worden. Haben Sie das gewusst, als Sie die Bilder drehten, dass das so ein Knüller wird? Also ich war im Grunde genommen schon immer relativ scharf, das wirklich mal zu sehen. Dass es ein richtiger Knüller würde, das konnte ich natürlich nie wissen, aber ich wusste schon, dass diese Bilder relativ bedeutend sind, weil sie eben noch nie irgendwo gesehen worden sind oder noch nie irgendwo gedreht worden sind. Dies ist keine Tagesaktualität, sondern dies ist ein Bericht, der zeigen soll, wie dieses Land strukturiert ist. Ich kann also davon ausgehen, dass ein Korrespondentenbericht über Äthiopien normalerweise nicht länger sein darf und kann als ungefähr 1 Minute 40 oder 2 Minuten. Und im Rahmen dieser Möglichkeiten versuche ich natürlich, möglichst viele Informationen zu bringen. Informationsbeschaffung ist natürlich besonders schwierig in einem Staat, der diktatorisch gelenkt wird. Normalerweise war es so, der Kaiser ist gerade auch in Europa immer nur dargestellt worden, also als ein gütiger Vater. Ein Märchenkaiser. Man hat nie gewusst, wie er seine Untertanen behandelt, wie schlecht er sie behandelt. Informationen darüber bekommt man natürlich von Leuten, die im Untergrund arbeiten in Äthiopien. Es ist natürlich so, dass man dann doch Eigeninitiative entwickelt. Es ist also keinesfalls so, dass alle Korrespondenten da zusammen also in die Stadt fahren und sagen, was ist denn heute los, sondern jeder versucht dann auf seine Weise möglichst gute Bilder, möglichst gute Nachrichten zu sammeln. Der Korrespondent hat von den Bedingungen gesprochen, unter denen sein Bericht entstanden ist. Wie drücken sich diese Bedingungen in den Bildern aus? Ja, das ist jetzt morgens in Addis Abeba. Im Hintergrund ist der Kaiserpalast. Ich habe hier ganz kurz mal die politische Situation zusammengefasst und mich vor den Kaiserpalast gestellt, weil der Palast noch das Zentrum der Macht ist. Können wir das mal anhalten eben? Können wir das nochmal zurückfahren? Ja, ich fahre mal eben zurück. So. Sie stehen dort vor dem Kaiserpalast. Herr Schild, warum haben Sie sich vor dieses Gebäude gestellt? Haben Sie sich da an den Korrespondenten orientiert, die immer vor den Insignien der Macht stehen? Ja, im Grunde genommen ist es ziemlich konventionell und wir wollen in der Tagesschau eigentlich mehr und mehr auch davon abkommen, sogenannte On-Stücke zu haben, also wo die Korrespondenten im Bild stehen. Aber ich habe das hier ganz bewusst gemacht, um zu zeigen, dass ich tatsächlich da bin. Ich meine, es hat auch irgendwie eine Beweiskraft. Der Korrespondent ist an Ort und Stelle. Und ich habe es relativ kurz gehalten. Soll dieser Kaiserpalast eine bestimmte Bedeutung haben? Ja, das ist nun mal das Zentrum der Macht und gegen dieses Zentrum geht jetzt das Volk an. Die Studenten dagegen wollen nicht länger verfrüchtet werden. Das ist die Demonstration der Studenten. Haben der Kaiser und seine Regierungen soziale Reformen... Sie haben die Studenten direkt angesprochen, als sie im Bild waren. Ja, man sieht die Studenten, ich sage jetzt, ich nenne ihre Forderungen. Man erkennt es ja nicht. Man kann die Plakate nicht lesen. Ich habe demonstrierende Studenten und sage, was sie wollen. Sie meinen damit die Befreiung vom Joch der Großgrundbesitzer, die von ihren Pächtern wie im Mittelalter willkürlich Tribute einfallen. Das sind drei Teile, aus denen dieser mittlere Teil besteht. Da gibt es mehrere Schnitte. Da ist ein Schwenk auf die Soldaten. Und was sagen Sie da? Ja, ich habe jetzt dazu gesagt, also man sieht rechts die Studenten und dann gibt es einen Schwenk links auf die Armee und benutze diese Bilder, um deutlich zu machen, dass die Studenten nicht allein gegen das Regime ankämpfen, sondern dass sie Verbündete haben in der Armee. Der Kameramann hat diesen Schwenk, glaube ich, ganz bewusst gemacht. Er wollte damit so eine Verbindung schaffen zwischen Studenten und der Armee. Haben Sie mit dem Kameramann vorher abgesprochen, dass Sie beide in einem Schwenk zusammenführen wollen? Wir haben nicht unbedingt über diesen Schwenk gesprochen, aber wir haben vorher gesagt, wir müssten uns bemühen, Soldaten und Studenten irgendwie aufs Bild zusammenzubringen, in einem Bild zusammenzubringen. Diese Ordnungskräfte, die wir da sehen, repräsentieren sie wirklich die symbolische Macht der Armee? Oder sind das nur Polizisten? Das sind nun echt, also Soldaten. Und Teile von ihnen eben waren damals, auch im März, als wir diese Aufnahmen machten, schon gegen den Kaiser eingestellt.
Aber wenn man diese Bilder sieht, sieht man einen Polizisten mit einem Megafon etwa unter hinten. Das heißt also, die Polizei macht etwas ganz anderes, als wovon Sie sprechen. Das heißt, die Bilder erzählen eine ganz andere Geschichte als die Geschichte der Machtverhältnisse, von denen Sie ganz abstrakt im Wort gesprochen haben. Insofern gibt es einen Widerspruch zwischen dem Text und den Bildern. Also ich sehe den Widerspruch eigentlich hier nicht. Ich habe Soldaten im Bild. Vorne hält einer ein Megafon, okay, man weiß nicht, was er sagt. Das sage ich auch nicht. Aber ich sage, dass diese Soldaten, Teile von ihnen zumindest, mit den Studenten zusammen das Regime stürzen wollen. Kann man das im Bild sehen? Das kann man nicht sehen, aber man kann zumindest einige dieser Soldaten sehen, möglicherweise, die eben auch gegen den Kaiser eingestellt sind. Man kann eben eine so abstrakte Verbindung zwischen der Armee und den Studenten einfach bildlich auch schlecht darstellen. Vielleicht könnte man das Bild ohne Text dann laufen lassen und das andere ohne Bild sagen. Können wir mal weitermachen? Ich glaube, dass das Bild hier ohne Text gar nichts sagt. Da stehen Soldaten rum, einer hat ein Mikrofon am Mund, man hört nicht, man weiß nicht, was er sagt. Ich glaube, das bringt nicht viel. Es sind einfach Soldaten, die in Addis Abeba auf der Straße stehen. Gut, fahren wir mal weiter. Soldaten wie Sie erheben jetzt junge Offiziere, die sich bisher allerdings... Das sind nur normale Demonstrationsbilder. Ja. Man sieht auch hier die Verbindung zwischen... Die Armee ist also nicht gegen die Studenten eingestellt, das geht aus diesen Bildern hervor. Sind das alle Studenten auf dem Bild? Das sind Schüler und Studenten. Keine Arbeiter? Nein. Das ist jetzt die Slum-Szene. Ja. Schwere Wacht fuhr am Donnerstag durch die Slums von Addis Abeba und verteilte $1. Die Polizei drängte mit brutaler Gewalt diejenigen zurück, die dem Herrscher zu nahe kamen. Haben Sie den Text genau auf die Bilder formuliert? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich wusste natürlich nicht genau, was der Kameramann eingefangen hatte. Aber er hat mir nur gesagt, er habe einmal ganz kurz den Kaiser erwischt, in Anführungsstrichen, und das Auto. Und er habe dann noch Bilder von den Soldaten, die die Menge zurückdrängen. Also ich habe den Eindruck, Sie erzählen hier eine Geschichte in einer Minute und 40 Sekunden ungefähr. Der Kaiser tut dies, die Armee lässt sich besänftigen, die Studenten lassen sich nicht besänftigen, Haile Selassie versucht, Sympathien zu sammeln. Und diese Geschichte, dieser Geschichte werden nun die Bilder untergeordnet, zusammenmontiert, sodass eine Bild-Ton-Geschichte entsteht. Also ich bin nicht ganz dieser Meinung, sondern ich habe gewusst, dass ich diese Bilder habe und habe nun versucht, aus diesen Bildern, die mir zur Verfügung stehen, eine Geschichte zu machen. Der Text stützt diese Bilder. Denn die Bilder ohne Text wären eigentlich für die Leute nicht besonders interessant, weil sie gar nicht verstehen zum Beispiel, was die Studenten wollen. Sie verstehen nicht, was der Kaiser im Slum tut. Die Leute könnten ja den Kaiser für ausgesprochen großzügig halten, dass er in die Elendsviertel fährt und ihnen Dollars verteilt. Ich habe eben gesagt, das ist im Grunde genommen sehr zynisch. Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass die Zuschauer mit sehr sparsamem Kommentar ins Bild gesetzt, sehr wohl diese Bilder verstehen können, sehr wohl, wenn man ihnen Zeit lässt, sich in diesen Bildern zu orientieren, erkennen können, vor allen Dingen, wenn die Sequenzen noch etwas länger sind, was dort ein Potentat mit seiner Bevölkerung macht. Ich glaube allerdings, dass diese letzten Bilder keines Kommentars bedürfen. Im Gegenteil, möglicherweise stört der Kommentar die Betrachtung. Also ich finde das nicht. Es ist für einen Bürger der Bundesrepublik ja völlig unvorstellbar, dass meinetwegen jetzt der Bundespräsident durch Wanne-Eickel fährt und eben ein Markstück in die Hand drückt. Ich meine, und das ist eben etwas ganz Besonderes, spezifisch Äthiopisches, was hier passiert. Und Äthiopien ist wahnsinnig weit entfernt. Ich glaube, die meisten wissen nicht einmal genau, wo es liegt, wissen nicht, wer dort wohnt, wie die Bedingungen dort sind. Ich glaube, man musste hier wirklich sagen, was der Kaiser hier tut und dass das, was der Kaiser hier tut, nicht besonders anständig ist. Ich meine, insgesamt sind in diesem Beitrag zwei verschiedene Ansätze sichtbar. Der eine ist repräsentiert durch den Korrespondentenbericht. Da stehen Sie vor dem Kaiserpalast und sprechen eine Nachricht. Wobei Sie mehr auf die Kraft des Wortes vertrauen, wie Sie vorhin gesagt haben, die Bevölkerung zu orientieren, was dort passiert. Der zweite Teil, der zweite Ansatz, ist repräsentiert durch den Beitrag Haile Selassie verteilt Dollarnoten, wo eigentlich kein Kommentar notwendig wäre, wo man auf die Kraft der Bilder vertrauend glauben kann, dass die Zuschauer sich selber orientieren, das heißt, wo sie konkrete sinnliche Erfahrungen machen können, gegenüber den abstrakten, vom Wort herkommenden Erfahrungen. Nein, ich glaube nach wie vor, dass die Bilder im Slum kommentiert werden mussten. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, weil unsere Fernsehzuschauer es sonst nicht verstehen, was da passiert. Richtig ist, dass man anschließend möglicherweise diese Szene noch länger stumm hätte weiterlaufen können, lassen können. Aber wir hatten A, nicht mehr Bilder, und B, ist es eben immer wieder das Problem der Zeit.